Rush-Hour in einer türkischen Metropole. Wer auf hiesigen Straßen wandelt, erblickt betagte Rostlaupen, die auf deutschen Straßen längst ausgestorben sind. Doch das dürfte sich bald ändern, denn das Abendland des Automobils rüstet auf mit dem Meinungswandler. Der kommt aus Deutschland, heißt TÜV Türk und funktioniert so. Erst haben türkische Autobesitzer eine positive Meinung von deutscher Gründlichkeit. Der Straßenverkehr wird so für uns alle sicherer. Das ist wirklich etwas Sinnvolles. Wenn es ein Problem gibt, fahre ich eben los und lasse das Auto richten. Aber es gibt kein Problem. Mein Auto ist völlig in Ordnung. Das sind alles sehr nette Menschen hier. Mir gefällt das. Dann kommen die geliebten Vehikel in die Halle des TÜV und werden auf Herz und Nieren geprüft. Kein Mangel bleibt dabei unentdeckt. Und wenn die Autos hinten aus der Halle wieder rauskommen, hat sich die Meinung der Türken zum Thema deutsche Gründlichkeit grundlegend gewandelt. Der Staat nimmt seine Bürger aus. Das ist eine große Ungerechtigkeit und sonst gar nichts. Die sollten versuchen, dafür eine Lösung zu finden. Die Leute werden total benachteiligt. Warum schauen die in jede Ecke meines Autos? Die sehen doch, dass es alt ist. Es ist halt kein Neuwagen. Wenn es einer wäre, okay, das macht mich richtig fertig. Beim alten System war es einfach anders. Du hast ein bisschen, Bakschisch bezahlt und damit war es erledigt. Erster Kunde an diesem Morgen, Familienvater Ahmet Usta. Ohne seinen betagten Pritschenwagen kann er nicht zur Arbeit auf die Baustelle. Hoffentlich wird alles gut. Waren Sie vorher in der Werkstatt? Ja. Was haben Sie machen lassen? Die Bremsen, die Lichter, alles, was kaputt war, habe ich machen lassen. Wenn Gott will, kommt er durch. Könnten Sie den Motor mal ausmachen? Wenn ich den Motor ausmache, startet er vielleicht nicht mehr. Er ist schon sehr alt. Der klapprige Ford spielt bei der Ernährung der fünfköpfigen Familie eine entscheidende Rolle. 500 Lira Monatsgehalt verdient Ahmet Usta dank ihm auf dem Bau. Umgerechnet rund 250 Euro. Umso wichtiger, dass der Ford heute die Plakette bekommt. Dafür braucht er den Segen von TÜV-Prüfer Cihat Yildiz. Dass erst kürzlich eine Werkstatt Hand an das Fahrzeug gelegt haben soll, kann der aber nicht erkennen. Bei dem hinteren Stoßdämpfer sind nicht fest. Und da vorne ist Radlager, linke Seite. Und Getriebe ist locker. Das ist nicht fest, hat es viel Spiel. Und Ölverluste am Motor und Getriebe. Rund 20 Minuten dauert die Prüfung. Ahmet Usta muss in der Zeit draußen bleiben. Dann kommt der Prüfer mit einer schlechten Nachricht. Wenn die schweren Mängel behoben sind und Sie innerhalb eines Monats wieder hier sind, bekommen Sie die Plakette. Aber heute nicht. Das ist nur eine vorübergehende Bescheinigung. Bei der Beleuchtung gibt es auch ein Problem. Da müssen Sie noch mal in die Werkstatt. Wieso? Was stimmt denn mit der Beleuchtung nicht? Die Scheinwerfer sind nicht in Ordnung. Die sind falsch eingestellt. Ich habe die Glühbirnen doch auswechseln lassen. Die sind ganz neu. Es geht auch nicht um die Glühbirnen. Sehen Sie, die Scheinwerfer müssen eingestellt werden. Ihre sind zu hoch. Sie blenden die anderen Verkehrsteilnehmer. Muss ich das wirklich machen lassen? Ja, das ist wichtig. Wenn ich gewusst hätte, dass es so schlimm wird, wäre ich gar nicht erst gekommen. Was soll ich nur machen? Ich werde mit dem Auto so lange fahren, bis ich angehalten werde. Wenn die Polizei mich erwischt, nehmen sie mir den Wagen weg. Aber ich habe keine andere Wahl. Ahmet in Not. Nicht mal erhobenen Hauptes vom Hoffahren ist ihm vergönnt. Der Motor streikt. Trotzdem, der TÜV bleibt hart. Was kostet ein Leben des Menschen? Wie viel kostet es? Kein. Leider. Arm oder reich. Die Fahrzeuge müssen in Ordnung sein. Wenn so arm ist, der darf nicht fahren. Tausende Verkehrstote pro Jahr, das ist momentan türkische Realität. Zwar wurden hier auch schon früher Prüfungen durchgeführt, als fahrtauglich galt aber jedes Auto, das noch aus eigener Kraft rollen konnte. Es gab eine Vorgängerorganisation und diese Vorgängerorganisation hat eine Prüfplakette verteilt, wie heute auch, aber nur aufgrund des Prüfens der Autopapiere mit der Seriennummer des Fahrzeuges. Das war die einzige Prüfung, die stattgefunden hat. Und heute wissen Sie, dass genauso geprüft wird wie in Deutschland, nämlich dass eine Fahrzeugprüfung mit Bremsen, Scheinwerfertest und die üblichen anderen Tests stattfinden. Und die
Prüfung geht in aller Regel gute 20 Minuten. 20 Minuten pro Auto, das führt zu langen Warteschlangen und die stehen mitunter im Schlamm. Besitzer neuwertiger Fahrzeuge bringt das in eher deutsch-typische Rage. Ich habe mein Auto extra in die Waschanlage gefahren, damit es schön sauber ist. Und ich habe mir den TÜV-Prospekt vorher durchgelesen. Mein Auto ist tipptopp. Außer, dass es jetzt voller Schlamm ist von der Auffahrt. Das nervt. Der Nervpegel des pensionierten Soldaten wird noch steigen, denn die Prüfung des eigentlich tipptopp gepflegten Autos endet vorzeitig. Der Bremstest kann nicht ausgewertet werden. Was machen Sie denn da? Die Reifen sind zu schlammig für den Bremstest. Sie müssen die bitte säubern. Das waren doch Sie. Sie haben das Auto voller Schlamm gemacht. Ich war nicht im Schlamm. Ich war extra in der Waschanlage, bevor ich gekommen bin. Ich muss jetzt nochmal los und das Auto sauber machen. Erst dann komme ich wieder dran. Wie viel Zeit verlieren Sie dadurch? Ich bin pensionierter Soldat. Die Zeit ist nicht das Problem. Aber es kann ja sein, dass ich einen Notfall habe und zum Arzt muss. Daran sollten die auch denken. Das ist jetzt eine Sache von 15 bis 20 Minuten. Die müssten das hier einfach nur betonieren. Ist das so schwierig? Die wollen 130 Lira von mir haben. Da, bitte. Ich zahle doch auch gleich in bar und nicht in Raten. In nur 18 Monaten wurden 189 Prüfstationen errichtet. Da ist natürlich nicht alles perfekt. Immerhin gibt es keine weißen Flecken mehr auf der Karte. Wenn wir hier uns diese Antalya-Region herausgreifen, wo wir hier insgesamt 5 Stationen haben, gibt es im ländlich strukturierten Antalya auch eine Mobilstation, um die Menschen, die keine Gelegenheit haben, jeden Tag in eine Stadt zu kommen, dort empfangen zu können. Jeder weiß, dass dienstags oder donnerstags der TÜV in eine ganz bestimmte Region kommt. So wie hier in Terme, rund 50 Kilometer entfernt von der nächstgrößeren Stadt Samsun am Schwarzen Meer. Circa 30 Fahrzeuge fertigen die Prüfer täglich in ihrem TÜV-Mobil ab. Auch den Tofasch von Orhan Demirci. Der stolze Besitzer hat sich auf die bevorstehende Prüfung vorbereitet, wie die meisten hier. Haben Sie das Auto vorher kontrollieren lassen? Ja, habe ich. Musste was repariert werden? Die Mechaniker haben das in der Werkstatt gemacht. Benzin ist teuer, auch in der Türkei. Deshalb wird dort fast jedes dritte Auto mit Gas betrieben. Eine beliebte Fehlerquelle dabei, der Gastank. Und vom hinten her, das ist ein gasgetriebenes Auto, also mit zwei verschiedenen Kraftstoffen, Benzin und Gas. Und vom Gas her, wenn man guckt, die richtige Abdeckung und Belüftungen, die sind richtig und der Tank ist fest. Das ist vom Außen her, von oben her ist es in Ordnung. Ob die Bremsen auch in Ordnung sind? Besitzer Orhan Demirci hofft es inständig. Schließlich steht der Wagen für ihn an erster Stelle. Was ist Ihnen wichtiger, Ihre Freundin oder Ihr Auto? Das Auto natürlich. Sie kommt erst danach. Dazu äußern wir uns mal lieber nicht. Die Bremsschläuche sind nicht in Ordnung. Die sind brüchig. Ist das ein leichter Mangel? Nein, ein schwerer. Die Bremsschläuche müssen unbedingt gewechselt werden. Erst wenn das gemacht ist, hat sein Freundinnenersatz zumindest eine Chance auf die Plakette. Denn es hakt noch an anderen Stellen. Auch am Schwarzen Meer kann es mal regnen. Dann sollten die Scheibenwischer funktionieren. Und das bitte schön öfter als 1 bis 2 Mal pro Minute. Die müssten eigentlich schneller gehen. Wenn die Scheibe nass ist, gehen sie besser. Ich habe beim Fahren keine Schwierigkeiten damit. Das ist aber gefährlich. Der TÜV-Prüfer kennt kein Erbarmen, doch der Besitzer nimmt's gelassen. Es ist okay. Für mich ist das ja besser. Es geht um meine eigene Sicherheit. Er hatte einen schweren Mangel? Ja, die Bremsschläuche sind verschlissen. Die muss ich jetzt erst machen lassen in der Werkstatt. Zurück bei der festen TÜV-Station. Auch in der Türkei legen junge Autobesitzer gerne Hand an ihr bestes Blechstück. Spoiler, Breitreifen. Beim Tuning-Geschmack gibt es offenbar keine nationalen Unterschiede. Zumindest was die Optik angeht. Dieser Wagen allerdings ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein Hinhörer. Hupen ist im türkischen Verkehrsgewühl überlebenswichtig. In diesem Fall dennoch zu viel des Guten. Wie ist die Lautstärke der Hupe?
zu laut. Die Hupe ist nicht richtig eingestellt. Der Besitzer muss solche Kritik kommentarlos hinnehmen und außerdem draußen warten. Anders als in Deutschland. Denn man fürchtet längere Wartezeiten, ausgelöst durch die ausgeprägte Diskussionsfreude der Türken. Die Türken sind sehr redebegabt, sie argumentieren natürlich sehr stark. Sie wollen sofort wissen, warum, wieso, weshalb jetzt dieser Mangel. Und aus diesen Gründen hat man von vornherein, ich sag mal, den Kfz-Halter aus der Halle verbannt. Indessen ist der Besitzer des rostroten Wagens nicht sehr optimistisch. Ich warte noch aufs Ergebnis. Könnte es Probleme geben? Kann schon sein. Welche? Mal sehen. Ich erkläre es Ihnen kurz. Ein Abblendlicht funktioniert nicht. Der Schalldämpfer ist undicht. Die Abdeckung vom Getriebe fehlt. Da verliert er Öl. Die Karosserie ist durchgerostet. Beim Bremskraftregler fehlt eine Stange. Außerdem ist Ihre Hupe viel zu laut eingestellt. Das müssen Sie alles machen lassen. Was denken Sie jetzt? Ich denke gar nicht. Die machen einem das Leben nur noch schwerer. Wieso schwerer? Dieses Hin und Her. Müssen Sie noch mal kommen? Was machen Sie jetzt? Ich komme wieder. Aber ich habe viel zu tun. Wenn ich es heute nicht schaffe, dann schaffe ich es gar nicht. Verlieren Sie viel Geld dadurch? Geld? Genau das ist ja das Problem. Spricht's und fährt genervt von dannen. Und das nächste Opfer wartet schon, ein Bus zur Personenbeförderung mit einem zuversichtlichen Fahrer, wie üblich. Ich denke, er kommt durch. Wir haben ihn vorher warten lassen. Die Deutschen haben ein neues System eingerichtet. Wie finden Sie das? Es ist ganz okay. Wir sind halt nicht sicher, ob das Fahrzeug durchkommt. Aber der Bus hat eigentlich keine Probleme. Er sollte die Prüfung schon bestehen. Dass zwischen keine Probleme machen und durchkommen ein himmelweiter Unterschied bestehen kann, wird sich im Lauf der Untersuchung zeigen. Inzwischen ist auch der Besitzer des Busses eingetroffen und muss natürlich draußen bleiben. Übrigens, ein Großteil aller Fahrzeuge in der Türkei ist älter als 10 Jahre. Augenscheinlich gehört auch der Bus zu dieser Gruppe. Folglich findet TÜV-Prüfer Cihat Yildiz den ein oder anderen Mangel. Und das nur beim ersten Druntergucken. Die Liste der Probleme wird schnell lang und länger. Und der Besitzer ahnt bereits, dass sein Bus ein kleines Problem haben könnte. Doch Einsicht zeigen niemals. Ich scheiß auf das Auto. Lass mich in Ruhe. Schauen Sie, ich habe alles markiert. Ich erkläre Ihnen das nochmal und wenn Sie wiederkommen, wenn dann noch eines dieser Dinge fehlt, dann müssen Sie die Gebühr nochmal zahlen. Ich weiß, das müssen Sie mir nicht sagen. Ich sag's nur, das gehört zu meiner Pflicht. Eine Sekunde. Ich wollte Ihnen noch was zeigen. Später bitte. Die Motornummer war nicht zu finden. Die Handbremse muss eingestellt werden. Und das müssen Sie auch noch machen lassen. Das Fenstersystem funktioniert nicht und die hinteren Reifen, rechts und links, ist das Profil abgewetzt. Gleich null. Im Fahrzeug sind zu viele Sitze, Ihre Heizung funktioniert nicht. Da muss wenigstens Luft rauskommen. Das Ergebnis? Nichts. Der Fehler liegt angeblich bei uns. Kommen Sie nochmal, wenn alles erledigt ist? Momentan kann ich das nicht erledigen. Das wird mindestens 1-2 Tage dauern. Das braucht schon eine Generalüberholung. Ich werde halt alles Notwendige machen lassen müssen. Guten Tag. Inzwischen ist auch der Tip-Top-Nissan vom Schlamm befreit. Und sein Besitzer, der pensionierte Soldat, hat Recht behalten. Sein Auto ist in tadellosem Zustand. Die 2-Jahres-Plakette ist die logische Folge. Wenigstens einer, der nach der Prüfung ein Lächeln hinbekommt. Nicht ganz so tipptopp, zumindest äußerlich, der betagte Renault 12 von Recep Çantürk. Dennoch zahlt er gern die 123 Yetele, umgerechnet etwa 70 Euro für die Prüfung. Türkische Gelassenheit gepaart mit schlechter Informationslage, das könnte Probleme geben. Einen Erste-Hilfe-Koffer habe ich derzeit nicht. Aber das klappt auch so. Aber Sie brauchen doch einen. Ja, generell schon. Und einen Feuerlöscher. Ich habe alles. Einen Keil, einen Feuerlöscher und so weiter. Aber den Erste-Hilfe-Koffer habe ich eben daheim vergessen. Doch die Fragen unserer Reporterin haben Recep verunsichert. Bei Leidensgenossen zieht er Erkundigungen ein.
und erfährt dabei, ja, man braucht tatsächlich einen Erste-Hilfe-Kasten und nein, keiner kann ihm einen leihen. Für Recep Can Türk bedeutet das, auf zur nächsten Tankstelle. Warum er seinen ganz legal getätigten Kauf anschließend vor uns versteckt, ist nicht ersichtlich. Vielleicht befürchtet er Repressalien der als humorlos verschrienen Prüfer. Egal, jetzt ist der Renault jedenfalls klar zum Check. Haben Sie jetzt alles? Den Feuerlöscher? Den Erste-Hilfe-Koffer? Jetzt ist alles da. Können Sie ja sehen. 50 Kilometer weiter an der mobilen Station Interne. Orhan Demirci ist von der Werkstatt zurück. Sein heißgeliebtes Auto, im Ranking noch vor der Freundin angesiedelt, fiel unter anderem wegen potenziell eingeschränkter Sicht bei Regen durch. Den Scheibenwischermotor hat er reparieren lassen. Auch leichtere Mängel, wie die vormals defekte Rückbeleuchtung, müssen noch einmal kontrolliert werden. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Sind die Bremsleitungen repariert? Können sie den strengen Blicken des Prüfers standhalten? Was glauben Sie, ist er durchgekommen? Ich glaube schon. Es dürfte keine Probleme geben. Ich habe alles reparieren lassen. Und tatsächlich, erst in 2 Jahren muss Orhan Demirci wiederkommen. Der Tag und das Auto sind gerettet. Jetzt ist dann hoffentlich mal wieder Zeit für die Freundin. Auch in Samsun neigt sich der Prüfungstag dem Ende zu. Gleich kommt das Auto von Recep Can Türk in die Halle. Sichert ihm der zuvor gekaufte Erste-Hilfe-Kasten die Plakette? Oder ist das Sicherheitszubehör nur ein sinnloser Tropfen auf dem heißen Stein des Verfalls? Die Prüfer nehmen den Renault genau unter die Lupe. Und rostige Stellen hin, Radlagerspiel her. Das Fahrzeug ist in einem erstaunlich guten Zustand. Eigentlich tipptopp. Die Plakette bekommt der Wagen trotzdem nicht. Sie müssen die Papiere neu machen lassen. Hier passt kein Stempel mehr drauf. Und dann müssen Sie noch mal herkommen. Woher bekomme ich die? Von der Zulassungsstelle. Können Sie das nicht hier machen? Nein, wir machen das nicht. Recep Can Türk nimmt's. Ja, gelassen. Nur noch die Papiere machen lassen und dann kriege ich meine Plakette. Also, tschüss. Ja, er bekommt die Plakette irgendwann. So sein Auto dann noch fährt.